Also du kannst nicht einfach zu Hause am Fenster sitzen und dann hier The Secret-mäßig meinen, ich stelle mir vor, es regnet Geld. Dann kannst du auch nach Tschetschenien fahren und in Tschetschenien Yoga unterrichten. Chillen. Arbeiten. Hasseln. Irgendwie muss ich das scharf stellen. Ich glaube, das klappt. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fahrschulfreitag. Yes! Aber wie ihr schon richtig sehen könnt, heute bin ich nicht in der Fahrschule. Nee. Jetzt sag mal nicht, dass das hier nicht cool ist, oder? Abgefahren. Also in dieser Folge reden wir über Chillen, Arbeiten und Hustlen. Yes! Erstmal nehme ich euch mit zum Chillen. Und mein Kaugummi muss ich auch irgendwo loswerden. Da. Dumm. Also ehrlich, zum Vloggen ist diese Linse hier überhaupt nicht geeignet. Ich habe hier einen riesen Schädel in diesem Vlog. Aber pass mal auf, wir gehen hier rüber und chillen hier mal. Oh, eine Glasplatte. Chillen, arbeiten und hustlen. Ich könnte euch auch ein Video zeigen, wie die hier in Ägypten mit dem Auto fahren. Das würde so aussehen. 1080. Rutsch, Jam! Rutsch! Also chillen, ich glaube, du kannst halt nicht erfolgreich sein, egal was du tust, ob du einen Führerschein machst oder ob du ein Business hast oder ob du dir ein Business aufbauen willst oder ein Haus baust oder so. Du musst schauen, das meine ich mit du musst, wirklich musst. Also normalerweise bin ich kein Fan von dem Wort, aber an dieser Stelle ist das wichtig, weil wenn du das nicht schaffst, deine Akkus aufzuladen, irgendwie, dann verbrennst du. Die, die schon mal verbrannt sind, die wissen, wovon ich rede. Die, die noch nicht verbrannt sind, die sind wahrscheinlich der Meinung, ah, komm schon, ja, ich kann ruhig reinhauen und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin und so. Habe ich auch immer gedacht. Aber wenn du jeden Tag 12, 13 Stunden durchballerst, irgendwann zeigt dein Körper dir, wer der Stärkere ist. Ja, das macht er dann auf eine Art und Weise. Die ist nicht cool, die ist nicht cool. Also musst du hin und wieder dafür sorgen, dass du Pausen einlegst, wie auch immer. Ob du Urlaub mit deinen Jungs machst oder ob du dir deine Freundin schnappst und ihr fahrt Freundin und Schnaps, fällt mir gerade auf, mit zwei, ja, egal, du dir selber für dich alleine eine Auszeit nimmst und dann irgendwo hinfährst. Auf jeden Fall musst du schauen, dass du ein bisschen Pause machst. Ja? Und wenn du das gemacht hast, kommt deine Arbeit. So, ja, und bei deiner Arbeit und deinem Business musst du halt schauen, dass du was machst, worauf du Bock hast. Sonst hast du keine Schnitte am Ende des Tages, weil, schau mal, auch da den Bezug nochmal zum Führerschein. Du musst halt schon Bock auf den Führerschein haben. Wenn du dir selber denkst, Alter, wofür brauche ich den Quatsch? Ich wohne hier in Hamburg City und ich komme hier überall mit der Straßenbahn hin. Ja, mach keinen Schein, was willst du damit? Aber wenn du den für deine Arbeit brauchst oder für was weiß ich, dann solltest du da schon Bock drauf haben, weil sonst fehlt dir am Ende die Power, das Ganze durchzuziehen. Und bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe richtig Bock auf meinen Job. Ich mag mein Team, ich habe mein Team richtig lieb. Also ich mag mein Team, ist schon echt untertrieben. Und ich, das alles, was wir machen, finde ich richtig geil. Ich bin jetzt zwar 10 Tage hier, aber ich kann auch das kaum schon erwarten, wenn ich wieder zurückkomme und alle zu sehen und abzuchucken und dann geht es wieder richtig los. Ich habe da richtig Bock drauf. Und dann musst du schauen, dass du sowas auch findest für dich. Je nachdem, was du halt für ein Typ bist, ne? Also hier zum Beispiel in dem Hotel, da bieten die halt zum Beispiel auch Yoga an. Und das ist eine deutsche Yogalehrerin, die ist dann also von Deutschland hier rübergekommen. Und jetzt musst du halt unterscheiden, ist dein großer Traum einfach auszuwandern und irgendwas zu machen? Dann fehlt dir am Ende des Tages hier die Power, das Ganze durchzuziehen. Oder ist dein Deal wirklich Yoga und du bist lucky, egal wo du das machst. Dann kannst du auch nach Tschetschenien fahren und in Tschetschenien Yoga unterrichten. Also nicht, dass ich Tschetschenien, aber ihr wisst, was ich meine. Und so musst du schauen, dass du was arbeitest, worauf du richtig Bock hast. Ob das Surflehrer ist oder Snowboardlehrer oder DJ oder whatever. Wenn du das gefunden hast, dann ist lucky. Chillen, arbeiten. Eins haben wir noch, ne? Ich glaube, Hustlen fehlt. Hustlen, Baby. Aber by the way, Alter, ich gucke hier aus dem Fenster, ne? Pass auf, ich zeige euch das mal. Check mal. Ich weiß nicht, ob man das da hinten sieht, aber auf der anderen Seite von dem Platz gießen die da hinten echt den Golfplatz. 5000 Millionen Grad im Schatten hier. Ja, und am Ende des Tages geht's ums Hasseln. Ich glaube, Contra K hat gesagt, im Hasseln liegt die Schönheit. Baby, ich glaube, er hat recht. Denn für mich ist Hasseln, komm, ich setz mich mal hin. Für mich ist Hasseln so eine Kombination aus Arbeiten und Chillen. Also, es ist nicht dieses Hassel, Hassel, Sahel, 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 Hassel, Hassel. Und du kannst nicht die ganze Zeit 310 fahren, ohne zwischendurch mal zu tanken. Bis jetzt noch nicht. Also,
egal was du machst, du musst zwischendurch mal auftanken. Aber um vorwärts zu kommen, musst du auch arbeiten, musst du auch reinhauen. Also du kannst nicht einfach zu Hause am Fenster sitzen und dann hier The Secret-mäßig meinen, ich stelle mir vor, es regnet Geld und dann ziehst du das Universum, das zieht das Geld an und dann regnet es von oben Geld oder was weiß ich, was man sich da vorstellt, keine Ahnung. Das funktioniert nicht. Und Hustlen ist für mich so eine Kombination aus Arbeiten und Chillen. Richtig arbeiten, richtig reinhauen, richtig ein paar Wiederholungen machen und dann eine richtige Pause machen. Ist eigentlich egal, wo du das machst, ob du das in deinem Job machst, in deinem Business oder ob du das beim Sport machst. Ja, jeder, der mal so ein bisschen fitnessmäßig da unterwegs war, der weiß, wenn du die ganze Zeit jeden Tag trainiert und immer wieder den gleichen Muskel, am Ende passiert da gar nichts. Wenn du Pech hast, reißt dir der Muskel oder übersäuert oder was weiß ich. Auf jeden Fall wächst das Ding nicht, weil du die ganze Zeit nur immer pumpst und dann kriegst du immer nur den Reiz und das funktioniert nicht so gut. Du musst also in richtigen Intervallen trainieren, immer wieder Pausen machen und dann kannst du wieder richtig Gas geben. Und das ist für mich Hustlen. Das ist diese Kombination. Verstehst du? Nicht nur ballern und nicht nur chillen, wobei es ganz geil ist hier, sondern beides kombinieren. Also Freunde, den ganzen Kram nicht vergessen. Chillen Nummer 1, arbeiten Nummer 2, Hustlen ist Nummer 3. Und dann kannst du, ich glaube, auch eigentlich egal, was du dann machen willst in deinem Leben und was du dir für Träume und Wünsche erfüllen willst, ganz ehrlich, wenn so ein Vogel wie ich das hinkriegt, ne, dann kannst du das mindestens genauso wie ich. Ich verspreche dir das. Wenn nicht, schreib mir in die Kommentare und sag mir, warum es nicht geklappt hat, was dir fehlt. Weil arbeiten, volle Pulle, 10, 12, 13 Stunden, damit meine ich nicht 7 oder so, sondern richtig reinhauen, dann mal richtig chillen und dann ist das die Kombination zu deinem Glück am Ende des Tages. Verstehst du? Oder zu deinem Führerschein oder zu deinem Haus oder zu deinem Business oder zu whatever du willst. Jetzt kann ich es ja sagen, ich suche 100 Testteilnehmer für mein... Nein. Mann, jetzt habt ihr es gesehen. Chillen, arbeiten, hustlen und dann läuft der Hase. Dann geht es euch genauso. Egal ob mit Führerschein, dann besteht ihr eure Prüfung oder dann holt ihr euch, was auch immer ihr euch holen wollt oder ein Haus oder ein Business oder richtig reinhauen, dann klappt das schon. Wenn euch die Vlogs gefallen, liken, abonnieren. Diesmal bin ich nicht auf dem Friseurstuhl, wie ihr sehen könnt, auch nicht in einem Autohaus. Keine Ahnung, wo wir das nächste Mal sind. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Aber denkt dran, ich habe euch lieb, passt auf euch auf, wir sehen uns. Ach so. Jetzt kriegt ihr noch ein paar Impressionen von dem super geilen Ort hier.